Admiral Versio. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie wollten mich sehen, Sir? Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Heute stirbt die Rebellion. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Das ist nicht unsere Mission. Ihr Commander, Waffe runter! Du nimmst Befehle von mir an! Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, ich war lange drauf gespannt und habe mich sehr gefreut drauf eben, weil ich bin ein riesengroßer Star Wars Fan. Hab's ja über längere Zeit nicht gekauft, weil irgendwie dachte ich, ich habe so viele Projekte, habe auch noch nicht so viel Zeit gehabt. Und dann war eben der ausschlaggebende Punkt im Stream, hat mir einer dachte so, oder der Mensch, mir ist mir ganz herzlichen Dank nochmal, der hat eine kleine Spende da gelassen. Und ich dachte mir einfach so, jetzt ist auch noch reduziert. Wieso kaufe ich es mir denn nicht jetzt? Also dachte mir so, gut, werde ich das Ganze tun. Und damit habt ihr wieder ein neues Let's Play. Die anderen Let's Plays gingen ganz mal hin weiter. Also gingen ganz mal weiter. Es kommt einfach nur ein weiteres dazu. Wie ich auch schon damals sagte, ist ein bisschen verspätet. Damals sagte ich eigentlich Ende November. Ja, aber gut. Immerhin startet es auf jeden Fall. Und zuallererst starten wir natürlich mit der Hauptkampagne. Und dann schauen wir mal die ganzen anderen Sachen. Es gibt hier noch weitere Kampagnen. Das habe ich nämlich mit Daniel auch damals im Stream ein bisschen drüber gesprochen. Fand ich auch sehr, sehr interessant eben nochmal, dass es sogar noch mehr Kampagnen gibt oder so, dass es das Ganze noch erweitert wird eben. Und die würde ich mir gerne auf jeden Fall auch angucken. Und so wie natürlich auch den Multiplayer. Und das können wir ganz wahrscheinlich auch mit Daniel mal zusammen machen. Mal gucken, weil er meinte, er ist ja so gut in dem Spiel. Nicht. mal gucken, wie Daniel dann hier sich schlagen könnte. Multiplayer, das werden wir ganz uns mal anschauen. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit dem Ganzen erstmal an, mit der Hauptkampagne, und ich bedanke nochmal ganz herzlich an den Mensch, der mir eine kleine Spende da gelassen hat und mir das Ganze natürlich erleichtert hat. So, dann legen wir es mal los. So, Kampagnen-Schwierigkeitsgrad, Soldat, Spezialist, tritt gegen, was haben wir denn hier? Entdecker, Soldat, ich glaube, ich mache einfach normal die Mittel, genau. So. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht.
Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Nun, ich lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig sind. Sir, der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Und ja, dann sind wir endlich drin. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Okay. Wie gesagt, sehr, sehr interessant. Die Grafik ist natürlich hier bombastisch. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Einstellung ich die ganze Zeit habe. Drücken wir nochmal G. So. Können wir dich auch schocken? Ne, können wir leider nicht. Ah, wir können hier aber noch uns reinhacken. Ich weiß nicht, was. Nicht anfassen. Okay, das ist eine Kamera. Und die Kamera. Oder, ja, gehen wir davon aus, dass es auch eine Kamera sein wird. Ah, da sehen wir sie. Okay. Komm über das Lüftungssystem zu mir. Okay, Zellenblock erreichen. Aber was ja auch cool ist einfach, dass man auch mal auf der anderen Seite spielt. Das spielt immer diese typischen Helden, die Guten. Dieses spielt aber in dem Sinne auch mal das, die Bösen, wenn man so nehmen möchte. Das Imperium. Ja, dann gehen wir nochmal hier. Okay. Interessant. Dann können wir mal hier auch noch mit reingucken. Steuerung ist ein bisschen ungewohnt, aber geht schon. Es sind noch ein paar Wachen. Und noch ein paar andere Droiden. Okay, gut zu wissen. So. Ich glaube, sonst können wir über das Lüftungssystem mal rübergehen. Schauen wir uns mal das da drüben an. So, gehen wir nochmal rein. So, fliegen wir mal rüber. Du machst dir so viel Sorgen. Wirklich? Weil du wieder in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezial. Was schon? Aber da. Das war ganz schön knapp. So. So, darf man wahrscheinlich nicht erwischen lassen. Ja. Ja, schauen wir doch mal. Ja. Okay, Tarnung. Aha. Die Ordnungsanzeige, okay. Wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Ende. Korrekter als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Geben wir mein Bestes. Wo muss ich denn jetzt genau hin, ist die Frage. Muss ich hier durch? Ah, wir interagieren mit dem hier. Oh, das ist das Ganze mal. Ich hätte auch gerade mal sozusagen ohne den Taser lang gehen können. Aber gut, haben wir getastet. Juckt es sehr wenig. Warum fällt es nicht großartig auf? Aber nur eingeschlafen, der Junge. Okay, Hilfe. Schnell durch. Und schnell durch. Ah, perfekt. Oben fliegen. Ah, wieder so ein Schild. Und wieder nochmal durch. So, mal hier lang.
Okay. Okay, um zu scannen. Praktisch, praktisch, praktisch. Ich weiß, wo ich gerade nach unten ziehe. Okay. Ah, X. Melde dich, wenn du fertig bist. Jo. So, lass uns doch mal ganz kurz rüberfliegen. Wir können hier ein bisschen außen lange fliegen, ohne entdeckt zu werden. So. Hier haben wir eine Person, soweit ich erkennen kann. Ja, scheint so der Fall zu sein. Deswegen hacken wir doch gerade mal das Terminal. So. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Ah ja, schön. Niemand aufgefallen. Ganz natürlich. Was der kleine Druide einfach alles kann, das ist schon krass. Probieren wir dem lassen. So, fliegen wir mal durch. Ah ja, hinterher. Seht ihr auch schon? IDU, weißt du? Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Okay. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Dürfen wir nur gucken, wie wir rauskommen? Droide. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Okay. Dann überlegen wir uns, was Takedown mit mittlerer Maustaste. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Bam! Bam! So, können wir den jetzt irgendwie wegziehen oder so? Lecker Assassin's Creed oder so? Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Druidenschock. Schock eliminiert Gegner, wenn du Anzeige voll ist, gut. Okay. Elektroschock, los! Ah, dann macht er das jetzt einfach. Praktisch. Aber klingt sie bei mir wieder hin ein. Nicht mal im Traum. Können wir hier das irgendwas scannen oder anschauen? Nee. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sunnost ab. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sunnost-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. Tja. So muss es auch bleiben. Dann haben wir ein paar Waffen. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Oh, und jetzt können wir auch in die Ego gehen. Ich glaube, man kann ja auch irgendwie rausgehen. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Würdest du es hacken? Dankeschön. Ah, mit C, genau. Da kann ich rausgehen. Ich würde sagen, wir gehen doch mal in die Ego. Nice. Ja, können wir einen Takedown machen bei dem? Droide von oben! Ja. Scannen wir doch mal die Umgebung. Eine einzige Person kann ich so erkennen. Hat schon funktioniert? Sehr schön. Okay, dann haben wir dann. Hier müssen wir auf jeden Fall durch und das hinten müssen wir erreichen. Und dann sehe ich noch eine weitere Person. Einmal hacken, bitte. Leone hackt das doch mal wieder. Wir gehen wieder in die Ego-Perspektive, wenn das gehen will. Oh, also gedrückt halten war das, glaube ich, genau. So. Du machst da den hier? Ja, die wir. Ich gehe da nicht mehr rein. Jetzt gehen wir in der Umgebung nochmal. Schock. Und
Takedown nochmal. Bam. Ich bin bei der Kommunikationszentrale. Können wir den eigentlich auch mal schlagen? Nee. Gerade nicht. Okay. Dann schauen wir nochmal einfach hier rein. Ich bin drüben los. Hier meine einzige Person. Zum letzten Mal. Bitte keine Unterbrechung. Imperiale Verschlüsselung ist hoch. Bam. Ja, so haben wir das Ganze erledigt. Und jetzt gehen wir nochmal das Ganze löschen. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Sie ist extrem gefährlich. Findet sie! Agent Husk, es wird Zeit. Gut, die wissen, dass ich noch hier weg bin. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Schnell, schnell, schnell. Nimm, nimm, nimm. Bin unterwegs. Die Korbus auch. Ja, meine Freunde, jetzt wird etwas Schönes mitbekommen. Dun, 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 dun. Bam. Kommt her, meine Freunde. Laden wir nach. Deckung gehen. Ausgehen. Schießen. Okay. So, sprinten. Push, push, pushen. Den haben wir. Oder, ja. Den Druiden wollen wir nicht. Headshot, perfekt. Wir können mal die Umgebung scannen. Den haben wir auch. Headshot, Headshot. Die Umgebung unten ist ein paar. Den haben wir. Den haben wir auch. Haben wir. Au, au, au. Gut. Haben wir. Gehen wir runter. Und pushen wir die ganze Zeit hier vor. Okay. So, gucken wir nochmal. Wir haben mal 100 Leben noch. Ich glaube, die landen sich immer wieder auf. Ich habe nicht drauf geachtet. Türkontrolle. Oh. Die kann man auch zerschießen. Machen wir doch das Ganze mal. Okay, hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Von der anderen Tür konnten wir auf jeden Fall das Ganze tun. Tätigen! Haben wir. So, wir müssen hier lang. Dann rennen wir doch mal vor. Zack, zack, zack. Ja, Special Einheit hier unterwegs. Haben wir. Nice. Schnell rüber pushen. Haben wir. Okay. Oh, nein, nein, nein. Hier ausweichen. Na, hier ist nichts. Oh, hier können wir nicht lang. Oh, sind noch ein paar mehr vorne. Aber ein Klacks für uns. Wir müssen hier lang. Gehen wir doch das Ganze mal. Okay. Die Kontrolle kann jetzt gleich nicht schließen. Haben wir alle? Okay, hier können wir. Müssen wir glaube ich nicht lang. Müssen wir glaube ich hier rüber. Ah. Ne, war schon richtig. Ne, ne, war schon richtig. Gut, dann gehen wir da lang. So, den Druiden können wir jetzt hier weniger nutzen, weil das dauert zu lange. Bis der hier greift. Oh, das war knapp. So. Gut, haben wir fast alle. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier durch. Ich gehe voraus, wir müssen von dem Schiff fliehen. Ich würde sagen, das werde ich auf jeden Fall mal tun. Überall. In die Bilder oder wie ich ausschaue. Nein, nein, nein. Gut. Gut, gut, gut. So, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es denn gerne haben möchtet. Ob ich dann eher meine Ego zocken soll oder ob ich eher eine Third Person oder First Person, also halt. Ego ist nämlich Third Person, Third Person. Durch die Außenperspektive. So. Hopp, 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 weil ich. Kann ich hier die Tür nicht schließen.
Hier wollen wir mit Ego. Ein bisschen. Schaut alles so sehr gleich aus. Wow. Oh nein, 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 nein. Dann machen wir die Türe zu. Können wir hier auch die Türe schließen? Oh, ich gehört noch anderes. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, weg hier. Ja, natürlich klar. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Oh, die schnell die Rettungskapsel erreichen. An Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Oh. Ein Ziel. Yeah. Direkt voraus. Mir folgen. Gut, dann schauen wir doch mal. Ein Ziel. Sag General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Okay. Unterhaltung beendet, diesmal. Vorsicht, Kommander. Einzelziel auf dem Weg voraus. Versorgungskisten, schauen wir doch mal das Ganze mal. Eine neue Fähigkeit freigeschalten. Okay. Ein Kämpfer, eine verbesserte Version der Frontkämpfer. Ejo. Also ist auch in der Multiplayer-Kampagne kann man hier auch die Sachen ausrüsten. Das schaut auf jeden Fall doch sehr, sehr gut aus. Deswegen passt das soweit. Sehr schön. Ich würde sagen, aber schick mir doch mal mein Tool nochmal vor. Also im Vergleich zu... ich bin doch mal so gespannt. Okay, Mist. Was ich auf jeden Fall zum Vergleich finde oder gut finde... ist einfach zu Beta, also die haben wir ja auch schon gezockt und da müssen wir mal gucken, wie das Ganze sein wird. Nämlich, da haben wir natürlich, scannen wir mal, nur den Multiplayer-Modus gezockt und nicht den, Kampagne. Dann muss ich mal, was sich dazu getan hat zu Beta oder Unterschied. Genau. Was ihr die Beta noch nicht gesehen habt, die gerne noch gucken möchtet, bevor ihr den normalen Multiplayer zocken, schaut doch gerne mal vorbei. Natürlich alles auf meinem Kanal noch. So, dann gehen wir mal rüber.
Okay. Können wir hier vorbeigehen? Weil die uns ja nicht sehen. So irgendwie stealth ranzugehen. Na Jungs. Noch mehr Rebellen. Auf mein Signal warten. Ja, Kommandant. Ja. Okay, jetzt läuft der Ballon. Machen wir sie fertig. Komm her, komm her. Granate. Die ist meine. Den haben wir auch, den haben wir auch. Okay. Der Bunker wird keine Verstärkung kriegen, wenn sie zuschlagen. Mach auf, mach auf, mach auf, mein Freund. So, was haben wir denn? Irgendwie den Fortschritt und Meilenstein. Okay. Jetzt haben wir Objekt gefunden. Sehr schön. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Das Scannen können wir auch nochmal eine Runde. Haben wir auch ein paar wieder. Wenn ich so. Die haben noch nichts bemerkt. Es sind aber nur drei Stück. Ich würde sagen, auf jeden Fall. So, da mit Droiden den Vortritt lassen. Und dann natürlich mal der Shotgun auspacken. Okay, dann macht er es halt einfach alleine. neue Waffe. Scharfschützen ist das Schem, oder? Wo kommen denn die Verstärkung? Und dann würde ich nur von da. Und dann würde ich nämlich auf jeden Fall rübergehen. So, ein Kollege. Dann schauen wir doch mal, dass wir die ausschalten. Auf jeden Fall. Bam. Bam. Hoho. Gefällt mir. Ah, dann bleibt die genau in dem Moment stehen. Oder er bleibt stehen, wie auch immer. Hat er den perfekten Moment verpasst, egal. Nicht schlimm. Haben wir. Haben wir auch. Perfekt. Ah, Granate. Nicht mit mir, meine Freunde. Haben wir auch. Nachladen. Scannen. Und nochmal. Also erreichen wir das Ganze mal. Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Los, sammeln! Oh oh. Ich habe schon irgendwas gehört, was mir nicht gefallen hat. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zu Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Hask, Kontakt zu Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Inferno-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Okay, auf jeden Fall. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn euch die erste Part schon gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht, wie es euch besser gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat. Wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.